Ramadan Tag 2 und heute kam meine Temu-Bestellung an. Ich habe mir einen Wäschekorb bestellt, wo man die Kleidung schon in schwarz, weiß und bunt trennen kann. Ich wusste aber nicht, dass das so in einzelnen Teilen ankommt. Das heißt, ich muss das alles nochmal zusammenschrauben, ne? Ich habe mich dann mit meiner Schwester getroffen, um bei DM einkaufen zu gehen. Und diese Mutti, ich kann gar nicht, nee. Ich wollte eigentlich nur Rasierer kaufen. Aber schaut, wo ich gelandet bin, ne? Ja. Ich habe mir dann erstmal meinen Lieblings-Lipliner gekauft. Die Farbe Hot Chocolate. Dann diesen Skin-Tint, den jeder hypt. Keine Ahnung, ob der so gut ist. Und ein Schokodrink. Meine Schwester holt immer Männerrasierer, das soll wohl besser sein. Und die denkt auch, die ist in Afrika. Nee, du musst in Deutschland. Wir haben dann meinen Neffen bei meinen Eltern abgeholt. Der Bré hatte, glaube ich, echt keinen Bock, ja. Wir sind dann erstmal zum Dönerladen gefahren und haben uns da einen Pommes-Döner geholt. Eigentlich schmeckt Dostische Eis die Zitrone besser, aber das ist ein kleines Kind, ne? Der muss noch viel lernen. Wir haben uns dann einen leckeren Pommes-Döner gegönnt. Spaß, Leute. Ich konnte ihn schön zugucken, wa? Aber ganz ehrlich, ich fand's eigentlich gar nicht so schlimm. Da konnte ich auch schon Iftar machen und ich muss euch sagen, Datteln mit Milch. Boah! Lecker!